Einen wunderschönen. Und da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Tragen will ich den nicht. Die Hosen voll, Jungs? Was sieht das Geil aus? Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Da gab es einen Außerplan. Ah Gott, ist das geil. Ist das geil. Oh. Dass ich drei Knöpfe drücken muss und nicht nur zwei. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Ups. Trophäe. Ah, das ist sie. Das ist die Schwester. Deswegen sind wir jetzt zu zweit. Hof, Quartier der Wache, Boosters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie?
sind Brewsters Vorräte. Feigling. Kenne ich doch mit dem Halbkreis und der Wellenlinie. Also, Meister, wie schnell kann sie wohl sein? Es ist Zeit für die Ablenkung. Ich glaube, ich dachte, ich kann nur rüberziehen. Ich bin unterwegs, Sir David. Hallo, Jungs. Das hatte Jacob gekocht. Soll ich einfach mitfahren oder was? Ach, abkoppeln! Da oben steht's doch. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Du kommst ja nicht mehr zum Rufen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Das sind verdammt viele. Da vorne, der... Das sind
sichere Dienerin. Der, okay. Eindringling, wo ist sie? Oh, fuck. Noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Kisten kann ich lösen, ich kann da irgendwo rinspringen. Jetzt sagt die Zeit 12 Minuten, gut, haben wir noch. Okay, gut. Und da springe ich jetzt erstmal rein. Vorräte aus dem Zug nicht bergen, kürzt uns Mr. Starrick den Lohn. Sie werden sie schon holen. Warte ab. Wo ist sie denn jetzt hin? Und geht ihr das weiter?
Schwester. Ah, fuck it. Warst du mal in der Music Hall von mit? Sie ist ein Eindringling! Elender Himmelhund! Hast du dein Testament schon gemacht? Eingang ist da hinten, da oben. Okay. Also hier hoch. Ja, haben wir da. Wo ist nur Bruce das Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Was genau wünschen Sie denn von mir zu erfahren, mein Lord? Hat hier nichts zu suchen? Oh. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Da lang. Bis zum nächsten Mal. Oh, die ist echt agil. Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben hängst. Wer ist die? Ich schlitz dich auf! Hab ihn.
zeigt sich ein Waldhund! So. Und dann würde ich sagen, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen hören wir jetzt hier erstmal auf und machen im nächsten Part dann weiter.